Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Photoshop in 30 Sekunden. Heute geht es um das Thema Augenringe entfernen. Wenn wir Augenringe entfernen wollen, dann sollten wir als erstes die Hintergrundebene duplizieren. Ich drücke dafür Command und J. Als nächstes wähle ich das Reparaturpinselwerkzeug aus und werde mit gedrückter Alt-Taste in die Nähe von den Augenrändern klicken, um bestimmte Bereiche aufzunehmen. Dann können wir einfach mit diesem Pinsel hier über die Augenränder drüber fahren. Achtet darauf, dass ihr nicht zu sehr in das Auge hineinmalt. Und ihr seht auch schon, wie das Ganze jetzt aussieht, nämlich viel zu krass dieser Effekt. Kein Mensch hat gar keine Augenringe, sondern man hat entweder etwas doller ausgeprägte Augenringe oder etwas weniger doll ausgeprägte. Und deswegen setze ich jetzt diesen Effekt wieder etwas zurück, indem ich hier die Deckkraft von dieser neuen Ebene reduziere auf ungefähr 50%. Und ihr seht auch schon, jetzt haben wir ein wesentlich realistischeres Ergebnis. Wenn ich jetzt hier einfach mal den Vorher-Nachher-Vergleich nochmal mache, vorher hatte ich relativ dolle Augenringe und jetzt im Nachhinein sind die wesentlich schwächer, aber es sieht realistisch aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal für weitere Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao!